Wer kennt das nicht? Der Wecker klingelt wieder viel zu früh. Man möchte einfach nur weiter schlafen, sich umdrehen. Aber man kämpft sich aus dem Bett, um seine Andacht zu machen und zu beten. Doch das Problem ist leider, man hat so wenig geschlafen, dass man sich nicht wirklich darauf konzentrieren kann. Als ich nun gelesen habe, wie sich der Hohepriester am großen Versöhnungstag auf die besondere Gegenwart Gottes vorbereitet hat, er hat ein Opfer gebracht, er hat sich heilige Kleider angezogen, er hat sich gewaschen, er hat Räucherwerk dargebracht, da habe ich mir die Frage gestellt, wie möchte ich, wie möchtest du in die Gegenwart Gottes treten? Wenn du bei drei Ereignissen, die in der Bibel berichtet werden, live dabei sein könntest, welche würdest du in die engere Auswahl ziehen? Bei mir würde wahrscheinlich 2 Stunden in Frage kommen, die Jesus Christus am Auferstehungstag mit 2 seiner Jünger verbrachte, auf dem Weg nach Emmaus. Das war eine biblische Studie, in der Jesus darstellte, wie er das Alte Testament verstand. In dieser Bibelstunde ging es darum, dass er, so berichtet Lukas in Kapitel 24, erklärte, warum Christus dies alles erleiden musste und in seine Herrlichkeit eingehen. Und dann heißt es hier, und Christus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen, seinen Nachfolgern, aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das wäre eine Sache von Jesus. Eine Bibelstunde erhalten. Wir sind uns nicht sicher, welche Texte er hier verwendet hat. Aber ich vermute, dass Jesaja 53 sicherlich dabei war. Ein Text, den es lohnt, auswendig zu lernen. Jesaja 53, dort geht es um einen Gottesknecht, der leidet für das Volk Israel. Nun, von neutestamentlicher Sicht aus ist es ganz klar. Dieser Gottesknecht ist Jesus Christus. Der Kämmerer aus Äthiopien, der auf seinem Wagen 2 Verse hier dem Philippus zitiert und fragt, wer ist das, von dem der Prophet hier redet, bekommt von Philippus ganz einfach die Antwort, das ist Jesus Christus. Jesus Christus selbst in Lukas 22 zitiert einen Vers aus Jesaja 53 und sagt, dass das Sein sich in seinem Leben erfüllt. Genauso auch Paulus und in Hebräer 9, 28 steht, dass Christus einmal geopfert worden ist, und dann kommen Worte, die sehr ähnlich wie Jesaja 53, Vers 10 und 11 klingen, für die vielen Sünde zu tragen. Jesaja 53 berichtet also von diesem Leidensknecht, der für andere Menschen stellvertretend stirbt. Hier gibt es einige Elemente, die faszinierend sind in diesem Kapitel. Zum Beispiel wird hier gesagt, dass er unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Missetat und unsere Sünden auf sich lud, derer Willen gelitten hat. Nun, wir als Christen verstehen, was damit gemeint ist. Überraschend ist vielleicht für manche, dass dieser Gottesknecht schweigt. Das heißt, er öffnete seinen Mund nicht. Obwohl er ihn hätte öffnen können, weil er ja ungerecht behandelt worden ist. Warum ist er stumm? Die einzige Antwort, die hier Gültigkeit hat, ist, er wollte es so. Es geschieht nach seinem Willen. In der Tat steht sogar drin, dass auch Gott, der Vater selbst, Gefallen daran hatte. Nicht, dass es ihm gefallen hat, dass Jesus leidet. Nein, er hat Gefallen daran in dem Sinne, dass der Tod Christi inkludiert war in dem Plan. Und er sich freut, dass Jesus Christus die Erlösung der Menschen hier voranbringt. Jesaja 53 gehört zum Einmaleins der christlichen Auffassung vom Tod Jesu. Im Neuen Testament gibt es viele Texte, die ähnliche Dinge ausdrücken, wie es Jesaja 53 macht. In Hebräer 2 zum Beispiel wird klar berichtet, Jesus sollte Mensch werden, damit er sterben würde.
Wir haben also zuerst die Krippe, um dann das Kreuz zu haben. Und nach dem Kreuz kommt dann die Krone Jesu Christi. Das war der Weg, der von Gott so vorausgedacht war, den Jesus ging. Im Neuen Testament wird Jesu Tod mit vielen Bildern und Motiven beschrieben, die aus verschiedensten Bereichen des Lebens kommen. Jesu Tod ist zum Beispiel Stellvertretung, weil er für uns stirbt. Er ist Versöhnung, ein Beziehungswort. Das zeigt, dass die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt wird. Es ist Vergebung, ein Wort aus dem finanziellen Bereich, wo eine unbezahlbare Schuld erlassen wird. Er ist eine Rechtfertigung, ein Wort aus dem Gerichtskontext, dass wir vor Gericht freigesprochen werden. Adoption geschieht durch seinen Tod. Wir werden in die göttliche Familie aufgenommen. Wir hören davon, dass er das Passahlamm ist oder dass er das Lösegeld ist, das Rechtsmittel, mit dem ein Sklave freigekauft wird. Jesu Tod ist so vieles, und würden wir nur einen Begriff herausgreifen und nur den betrachten, dann wäre der zwar richtig, aber er würde nur verkürzt darstellen, worum es beim Tod Jesu geht. Und er ist wahrscheinlich noch viel mehr als all das, was wir im Neuen Testament aufzählen können. Nicht umsonst ist Jesu Tod zentral für unseren Glauben. Ja, er umspannt alle Zeitalter. Nicht nur die Menschen, die in der neutestamentlichen Zeit leben, werden dadurch erlöst, auch die alttestamentlichen. Er ist ja die Erfüllung all der Opfer, die am Heiligtum geschehen sind. Die schatten den Tod Jesu voraus. Das merken wir in Hebräer 9,15, wenn es heißt, dass sein Tod ja auch geschieht, damit die Übertretungen vor dem Kreuz gesühnt werden können. So ist es das zentralste Element. Nun, natürlich gehört es zum Einmaleins des Christentums. Jeder, der sich Christ nennt, glaubt, dass Jesu Tod einen sühnenden, sündenvergebenden Charakter hatte. Und das ist gerade jetzt auch die Herausforderung für uns. Wie ist das, was so klar und deutlich in der Bibel beschrieben wird, für uns jeden Tag neu erlebbar? Denn die Gefahr ist, dass wir es selbstverständlich nehmen und dass es normal wird für uns und dass man sich darüber gar nicht mehr so viele Gedanken macht. Hier ist die Herausforderung an uns, die täglich gilt. Schätzen wir den Tod Jesu? Erkennen wir ihn an? Nehmen wir ihn für uns in Anspruch? Tag für Tag.